So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten. Herzlich willkommen. Und wir reden nochmal über die anstehende GZ-Erhöhung zum 01.01.2021, sofern sie denn kommt. Ja, das kleine letzte Bastion der Gallier oder wie hieß das bei Asterix nochmal, ist quasi Sachsen-Anhalt bei uns in Deutschland, wo es ja jetzt ziemlich heiß hergeht, teilweise schon Posten geräumt wurden, wollten, mussten oder sonst was. Und es eskaliert. Dieser Streit eskaliert und wir sehen in der Presse eine ganz klare Entwicklung dahingegen, wo die Presse teilweise schreibt, es geht doch nur um 86 Cent, warum wird denn deswegen die Koalition in Gefahr gebracht, etc. Man versucht hier wieder eine ganz klare Darstellung in der Richtung zu machen, ja wegen so einer Lappalie. Und sorry, das finde ich sehr, sehr schade, dass die Presse hier nicht neutral berichtet und einfach klar, klipp und klar sagt, was Sache ist, dass im Koalitionsvertrag, der 2016 oder 2017, ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf, geschlossen wurde zwischen SPD, CDU und Grünen, dass der geschlossen wurde mit der ganz klaren Prämisse daran, wir werden einer Erhöhung des Rundfunkbeitrages nicht zustimmen. Das ist eine bodenlose Frechheit, dass das jetzt gar nicht so im Fokus steht und darüber mehr diskutiert wird. Es wird viel mehr darüber diskutiert. Darf die CDU denn dagegen sein, dagegen stimmen? Oder ist das nicht in Ordnung, weil die AfD auch dafür ist? Und wo sind wir da hingekommen? Das ist eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. So äußert sich jetzt zum zweiten Mal am Wochenende ja auch schon Robert Habeck von den Grünen. Zitat, in Sachsen-Anhalt geht es um das Verständnis von freier Presse. Und so schreibt die Welt hier im Untertitel, für Grünen-Chef Robert Habeck geht es in Sachsen-Anhalt beim Streit um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht um 86 Cent oder Treue zum Koalitionsvertrag, sondern, jetzt Zitat, sondern es geht um ein politisches Symbol, den Angriff auf den öffentlichen Rundfunk zu unterstützen. Nein. Das sehe ich anders. Also, was soll man dazu sagen? In was für eine Richtung das gerade versucht wird zu drängen, finde ich ganz, ganz unangenehm. Wenn man sich die Kommentare hier bei der Welt anguckt, sprechen die ganz klare Bände. Zum Beispiel finde ich sehr, sehr gut von Dennis P. geschrieben, Zitat, inwiefern ist die freie Presse in Gefahr, wenn Turmburo keine Gehaltserhöhung erhält? Fragezeichen, Zitat, Ende. Ich weiß nicht, ob der Turmburo wirklich eine Gehaltserhöhung hierfür ansteht, falls der Beitrag erhöht wird, aber auch generell. Wofür benötigt der Rundfunk mehr Geld? Nochmal, in diesem Jahr wurden weniger Produktionen und alles gemacht, dementsprechend gar nicht so viele Gelder ausgegeben. Zudem sehen wir einfach hier, wie die CDU in Sachsen-Anhalt auch argumentiert, ganz klar diese hohen Kosten einfach. Es sind fast 8 Milliarden Euro, die jährlich dem Rundfunk zur Verfügung stehen. Es kann doch nicht sein, dass da noch mehr Geld reingebuttert wird. Also ich finde das auch nicht unangenehm. Bernd S. schreibt hier Bullshit. Es geht den Grünen schlicht und ergreifend darum, die für sie unkritische, kostenlose, größte und einflussreichste Werbeplattform, Klammern auf Kosten aller anderen, zu erhalten. Oder weiter hier noch von Christian H., finde ich auch sehr sinnvoll, über das hatte ich ja berichtet, das Thema. Habeck weiß vermutlich, dass 92% der Volontäre bei den Öffentlichen Grün-Rot-Rot wählen würden. Zitat Ende. Schreibt mal eure Meinung dazu rein. Ich bin gespannt, was hier noch passieren wird. Wird es doch noch den ominösen Anruf aus Afrika, ich meine natürlich aus Berlin, geben werden? Wir haben das ja mitbekommen, wie es in Thüringen zum Beginn Januar, Februar diesen Jahres gelaufen ist. Ganz, ganz schlimm. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.